Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Karasch. Ich würde euch heute ganz gerne mal ein bisschen was über die Neuerungen auf dem Hurricane Festival erzählen. Hier hinter mir könnt ihr schon sehen, die Eingangsbereiche zum Infield wurden deutlich schicker gemacht. Und es gibt noch mehr. Ich bin mal ganz gespannt, wie viel die Besucher selber schon über die Neuigkeiten wissen. Hier vor der blauen Bühne finden noch die letzten Vorbereitungen statt. Die heißt übrigens nicht mehr Blue Stage. Alle Bühnen haben neue Namen bekommen. Und ich will jetzt mal gucken, wie bekannt diese neuen Namen schon sind. Hier zum Beispiel. Die Bühne gab es in den letzten Jahren auch schon, bekannt unter dem Namen Playground. Das ist jetzt neu die Wildlife Stage. Und hier gibt es tatsächlich auch jeden Tag mehrere Konzerte. Ganz cool. Darf ich mal zu euch kommen? Aber natürlich, klar. Habt ihr schon mitbekommen, dass es auf dem Hurricane so ein paar Neuerungen gibt? Ja, so ein paar. Die Bühnen heißen zum Beispiel anders. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Oh, das ist schön. Moin. Wie heißt die Green Stage jetzt? Ich weiß es nicht. Was heißt Wald auf Englisch, Digi? Tree. Ja, was heißt denn nun Wald auf Englisch? Ja. Forest Stage? Yes, ist die Forest Stage! Du bist aber noch nicht entlassen. Oh nee. Forest Stage, natürlich. Natürlich. Wie heißt die Blue Stage jetzt? Tour gebunden. Ich will das gleiche sagen wie eben, aber ich weiß es wirklich nicht. Was ist denn blau, was in der Natur ist? Water Stage. Okay, ja, denk mal weiter. Mountain Stage. River. Wasser. Da war was. River. River. Junge, natürlich. Wie konnte ich so blind sein an der Stelle? Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche dir ein tolles Festival. Dankeschön. Das werde ich haben. Auf jeden Fall. Es ist Donnerstag und es geht schon gut los. Wie heißt die White Stage? Mountain. Das war Mountain. Weiß. Nee, Coast. Coast? Oh, jetzt bringen wir komplett durcheinander. Das ist die Coast Stage geworden. Coast? Das wusste ich tatsächlich. Wie heißt denn die Red Stage? Fire Stage. Fire Stage wäre auch geil gewesen, ne? Ja. Und die Red Stage? Was haben wir da noch rüber? Mountain. Nicht schlecht. Du tust gerade so, als hättest du gerade keinen Höchstleistungssport gemacht. Als hättest du das zum ersten Mal gehört, genau. Ja. Und auch bei den Campingplätzen ist man kreativer geworden. Die heißen jetzt nicht mehr C5, C6, C8, sondern haben alle einen Tierbezug, wie zum Beispiel Bärenhöhle. Wie heißt dieser Campingplatz? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es wirklich nicht? Ich weiß wirklich nicht. Wie hießen die Campingplätze damals noch? Wie waren die bezeichnet? Alter, du stellst Fragen, ne? Voll schwer, oder? Das ist verdammt schwer. Ich sag dir das, die hießen so C5, C6, C8 und gab's so. Gab's ein B dabei? Ja. Wie heißt dieser Campingplatz? Es heißt Eulennest, Alter. Eulennest, ist das nicht schön? Es gibt Tierbezug auf allen Campingplätzen, die Bärenhöhle gibt es zum Beispiel auch noch. Guck mal da an, Alter! Hast du wieder was gelernt? Ich habe wieder was gelernt. Ich finde es geil, dass jeder sowas macht hier. Ich bin echt stark. Du hast richtig Spaß, oder? Ich habe richtig Spaß, ja! Das sind die Dinge, die sich tatsächlich nie ändern. Jetzt kennt ihr die Neuerungen auf dem Hurricane Festival und seid sehr gut vorbereitet fürs nächste Mal. Ja, super! Juhu!